Au. Hasst das Video jetzt schon. Au. Ist nicht mein Ernst. Ich weiß nicht, ob Jesus mich bestrafen wollte, weil ich losgegangen bin, um eine Chipstüte zu holen. What's poppin', ihr süßen kleinen Zuckermäuschen? Ja, ihr seht richtig, rot. Ich sehe tatsächlich nur noch schwarz-weiß. Wenn ich hier reingucke, sieht es für mich aus wie dieser komische, was ist das für ein Filter? Wie nennt man den? Sepa? Nee. Sepia? Ich weiß es auch nicht, aber ich sehe auf jeden Fall fast nichts mehr rot. Für mich ist irgendwie alles nur schwarz-weiß. Creepy as fuck. Ich habe mir gedacht, da ich immer nur pissed bin und nichts aufnehme, weil meine Augen gerötet sind, ist das die perfekte Challenge. Wir starten das Ganze einfach schon in diesem roten Licht und ihr könnt doch nicht mal sehen, dass meine Augen gerötet sind. Oh mein Gott, preach. Ich glaube, ich werde dieses Format einfach immer machen. Ab heute nur noch Videos in rot. Die Challenge ist schon keine Ahnung wie alt. Bin wieder ganz hinten dran, weil ich eigentlich gar keinen Bock auf diese Challenge hatte und dann fiel mir auf, ey, wow, du drehst nichts mehr, weil du rote Augen hast. Wie gesagt, es bietet sich an. Und womit habe ich den Satz angefangen? Ich weiß es nicht. Das ist ein flotter Video. Ihr wisst, wie das Ganze hier bei mir ist. Oscar hat das Video gemacht. Niki hat das Video gemacht. Hat hier, glaube ich, auch das Challenge Dingsda-Bumsda-Bimsda-Bump angefangen und gedreht. Oh, kann ich sprechen, bin dumm. Credit zu den ganzen süßen Mäuschen, wo ich es gesehen habe. Ich glaube, die Challenge an sich kommt von James Charles. Hier, du frisselst. Boah, ich weiß nicht, ob das auf meinen Kopf geht, aber ich fühle auf jeden Fall hier oben schon mal was. Ist vielleicht ganz gut, wenn ich mal hier oben was fühle. Ist eine kleine Ausnahme. Das Ganze läuft wie folgt. Meine Mutter hat mir Produkte zusammengesucht und so von jeder Kategorie zwei, drei Dinge. Und ich werde mich damit schminken. Das einzige Problem ist, ich habe keine Ahnung, was das für Farben sind. Denn wie ich gerade eben schon mitgeteilt habe, sehe ich einfach nur noch rot. Beziehungsweise noch nicht mal mehr rot. Ich sehe eigentlich nur schwarz-weiß. Das heißt, ich habe verschiedene Helligkeitsabstufungen. Mal gucken, wie ich dann am Ende aussehe. Oscar war zum Beispiel nicht so süß. Seine Lippe war ein bisschen, you know, fuck. Ich habe extra meine Mama Sachen aussuchen lassen, weil ich nicht sehen wollte, was ich nehme. Und ich habe auch zu ihr gesagt, sie soll Sachen nehmen, wo ich nicht genau weiß, was es ist. Deswegen hat sie mir trotzdem meine Palette mit eingepackt zur Auswahl. Love that. Sie so... Bisschen sehe ich die Farben schon noch, glaube ich. Oder bin ich dumm? Ich glaube, ich bin einfach nur dumm. Sind das nicht alles braun Shades? Ich bin verwirrt. Ist halt alles, ist halt rot genug. Keine Ahnung, Freunde. Ich fange jetzt einfach mit euch an. Und zwar mit der Foundation. Wo ist denn meine? Oh, ich bin so unorganized. Hasst das Video jetzt schon. Ist nicht mein Ernst, dass ich meine Gelnägel erst selber neu gemacht habe für Ewigkeiten und jetzt im Anspitzer feststecke. Ah, schöne Kerbe oben drin. Love it. Das ist ganz lustig, weil ich das Gefühl habe, dass man wirklich weniger wahrnimmt, als man denkt. Als ich zum Beispiel jetzt Oscars Video geguckt habe, seine Lippe sah echt gar nicht so bad aus. Und dann am Ende, die Farben haben null zusammengepasst. Und das Ombre war echt nicht... Warum riecht die so komisch? Ist die zu alt? So pretty. Hä? Ich sehe gar nicht, wo das Make-up ist. Was ist das? Red Light Challenge. Das ist hier die Unsichtbarkeits-Challenge, glaube ich. Boah, nee. Man sieht ja gar nichts. Eigentlich muss ich ein bisschen reinzoomen hier, ne? Oh, ist er wieder nervig. Nächster Step ist Concealer. Und hier hoffe ich auch einfach, dass ich die richtige Farbe gewählt habe. Ich fühle mich so ein bisschen zurückgesetzt zu meiner Abiturszeit, in der ich so Pretty Little Liars gesuchtet habe. Und dann die eine Maus, ich will nicht spoilern für diejenigen, die es noch gucken, immer in diesen Fotoräumen war, um sich ihre Aufnahmen anzugucken und ihre Bilder entwickeln zu lassen. Das Gefühl, dieses Rotlicht hier ist schon wie so ein direkter Skinsmoother. Vielleicht benutzt man deswegen Rotlicht im Rotlichtmilieu. Wisst ihr, was das Schlimmste ist an der Challenge? Dass ich meine Pinsel nicht sehen kann. Denn ihr kennt meine schmutzigen Körbe. Die hier, die ich vor kurzem gewaschen habe mit euch zusammen, sind gefühlt alle wieder schmutzig. Dann verwende ich jetzt hier einfach mal die Naked Contouring Palette. Ich hoffe, dass der hier passt. Ich nehme einfach den hellsten, den ich erkennen kann. Oh, ich bin richtig überfordert hier mit der Challenge. Aber, oh, ist doch mal ganz lustig, ne? Kann man sich ja mal gönnen. Oh ja, da passiert was. Hoffen wir mal, dass es am Ende gut aussieht. Ich glaube, das ist voll intensiv. Na, YOLO. Sieht doch immer aus wie eine halbe Drag Queen. Von daher passt das schon. Okay, Nose Contouring. Ich habe euch extra näher rangeholt. Ich glaube... Jetzt geht richtig die Loots. Ich glaube, das wird hier automatisch mein Bewerbungsvideo für RuPaul's Drag Race. Ich glaube, das wird ordentlich reinballern, Alter. Die gar nichts. Was da hier? Die nichts ohne Rotlicht. Ich verblende das jetzt hier, mache meine Eyebrows und bin gleich wieder da. So, jetzt kommt der interessante Part. Vielen Dank an all diejenigen, die sich das André vorangeguckt haben. Das fand ich persönlich ein bisschen langweilig bei anderen YouTubern, weil man halt irgendwie nicht so richtig sieht an Unterschiede. But now it's getting time for eyeshadow. Und an all diejenigen, die hier hingespult haben, I see you. Okay?
Weh, du machst das nochmal, dann block ich dich auf Instagram. Ich gehe jetzt, boah, was sind das hier für Abstufungen, ey, ich komme gar nicht klar. I have no idea. Gönn mir jetzt mal hier hinten diesen Shade. Keine Ahnung, was das ist. Uff, geht's, ab geht's. Bin echt gespannt, was für Farben am Ende rauskommen. Irgendwie sieht das so richtig schlecht Coverage-mäßig aus. Was ist das denn hier auf dem Lid? So, und das Ganze blenden wir jetzt irgendwie mal nach außen. Boah, ich bekomme gerade so unnormal Hunger. Mein Magen zieht sich zusammen. Ich glaube, ich muss mir jetzt leider Chips holen. Das ist wirklich sehr traurig. Aber es geht leider nicht anders. Ah, au, 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 au. Oh, was ist das? Oh. Erstmal ein Schluck. Aua. Boah, richtig tief. Ich kotze. Oh, warum habe ich denn so einen krassen Splitter im Fuß? Kein Bock mehr. Brech das Video jetzt hier ab. Spaß. Ich kann nicht mehr. Der Splitter ist draußen. Ich weiß nicht, ob Jesus mich bestrafen wollte, weil ich losgegangen bin, um eine Chipstüte zu holen. Aber es stoppt mich auch nicht vom Essen. Ich brauche euch gerade für meine Seele. Wisst ihr, das ist so mein Heilungsprozess jetzt. Ich merke, wie das die Wundschließung beschleunigt. Nur zu empfehlen. Boah, Leute, das war jetzt so anstrengend. Ich muss mich jetzt echt hier ablenken mit der Eyeshadow, weil meine Mut ist direkt ein bisschen gesunken. Und ich denke, ich werde jetzt als nächstes das Transition Shade diese Farbe hier nehmen. Sieht sehr hell aus in der Palette, aber ich glaube, dass es irgendwie so ein Pink Shade oder irgendwas sein wird. Das ist so seltsam, wenn man nicht die Farbe sieht. Was ist das hier für eine Schmandschicht? Ah, ne. Hoffen wir einfach mal, dass der Shade irgendwie passt. Ich werde mir jetzt irgendwas aufs bewegliche Lid drauf ballern. Und da gehe ich jetzt einfach hier oben in diese Farbe. Let's just hope for the best. Den hier trage ich hier hinten auf. Oh, Leute. Gehe ich hier in diesen rein. Nie im Leben wird das später gut aussehen. So im Dunkeln finde ich es gerade voll schön. Oh Gott, ich sehe einfach nichts. Ist da jetzt irgendwas passiert? Keine Veränderung. At all. Gar nichts. Oh, was ist das denn? Das kann ja nur ein scheiß Make-up-Look werden. Ich raste aus. Ist das hier auch so fleckig? Was ist das? Ich will das nicht. Boah. Das ist Horror. Oh mein Gott, das sieht voll schön aus im Dunkeln. Das ist so wie, wenn man im Club ist. Man denkt, man ist gorgeous. Dann kommt man nach Hause, guckt in anständiges Licht und denkt sich... Okay, und als nächstes kommt Rouge. Ich glaube, ich verwende jetzt einfach den hier. Einfach hier hingeben. Ich sehe nicht viel Veränderung auf meinem Gesicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass etwas passiert. Highlighter. Seht ihr was? Was ist das denn? Ich sehe hier nichts. Kommt mir so vor, als wäre es zu dark. Aber egal, einfach draufballern. Aber was ist das hier alles? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme einfach die zwei, die am hellsten sind. Der sieht sehr strahlend aus. Ich habe das Gefühl, der Lipgloss passt nicht zu diesem Blush. Was hat Mama hier noch rausgesucht? Was ist das für ein Blush? Ich glaube, den baller ich jetzt drüber. Ich glaube, hier sind auch hellere drin. Auch wenn ich keine Veränderung sehe. Oh mein Gott. Ah. Okay, und ich switche die Lichter um. Okay, ich gucke jetzt gleich, aber erstmal weiß ich ganz genau, dass du vorgespult hast. Du spulst jetzt wieder zurück und guckst dir alles an oder gehst sofort auf mein Instagram und folgst mir. Aber so lasse ich das nicht auf mir sitzen. Es wird hier nicht vorgespult. Es wird nicht vorgespult. Seid ihr ready? Ich bin's nicht. Oh mein Gott, was ist das? Also ich muss sagen, oh, auch die Lippen. Ich dachte irgendwie, der Lipgloss ist heller als der Lippenstift, aber er ist dunkler. Was sind das für Farben? Okay, der Lidschatten, also der Blend rüber ist eigentlich ganz nice. Was ist mit dem Rouge los? Und dann der Lippenstift dazu. Oh, mir wird schlecht. Und da kommt's hoch. Oh, Honey Bubu, wie widerlich. Ich kotz. Ganz ehrlich, ich muss sagen, mein Stirn-Contouring, das ist ganz nice eigentlich. Mein Nose-Contouring ist auch nicht bad. Dachte, es wäre schlimmer. Der Rouge. Oh, ne, der Lippenstift, alles. Oh Gott, die Farbkombination. Das alles zusammen. Ich Kopfschmerzen haben wir da. Und tatsächlich bin ich dann, glaube ich, sogar hier in Fego reingegangen. Nee, Faso, ah, alles das Gleiche. Aber wirklich die Transition oben, die Glitter Shade Transition, die hat echt gut funktioniert. Es blendet alles ineinander über. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wow, meine Augen sind noch nicht mal rot. Die Farbe hat sich in meinen Hintergrund transferiert.
und ist aus meinen Augen gewichen. I love it. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye.